Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen sachlichen Vortrag zu einem inhaltlichen Thema auf meinem YouTube-Kanal. Es geht um etwas Kunstgeschichtliches. Ich möchte mich heute einem speziellen Aspekt der buddhistischen Plastik widmen, nämlich der Nachdenklichkeit oder dem Nachsinnen und wie diese konkret umgesetzt wurde. Eine zentrale Gruppe von Figuren, die immer wieder in der buddhistischen Kunst dargestellt werden, sind die sogenannten Bodhisattva oder Erleuchtungswesen, von denen Avalokiteshvara und Maitreya zu den populärsten und am häufigsten dargestellten gehören. Gemein ist diesen beiden Figuren, neben ihrer Eigenschaft, ein Bodhisattva zu sein, ebenfalls, dass sie beide unter anderem in nachdenklicher Pose dargestellt werden. Daher lautet der Titel meines Vortrages: Posen und Gesten der Nachdenklichkeit in der frühen buddhistischen Plastik, Darstellung nachdenklicher Bodhisattva zwischen Indien und Japan. Hierbei versuche ich mich auf die frühe Zeit zu beschränken, also von der Blütezeit der Gandhara-Kunst oder von Gandhara beeinflussten Kunst im 2. bis 3. Jahrhundert im Westen bis in das 7. Jahrhundert in Japan und Korea. Andererseits werde ich aber bei passender Gelegenheit entsprechende Vergleichsbeispiele zeigen, die den räumlichen oder zeitlichen Rahmen verlassen. Der Schwerpunkt der Betrachtung soll bei Beispielen aus Ostasien liegen. Zuerst möchte ich erklären, wer oder was Avalokiteshvara und Maitreya sind und welche Funktionen sie im buddhistischen Pantheon erfüllen. Beide sind, wie schon gesagt, sogenannte Bodhisattva. Der Begriff hat mehrere Facetten, bezeichnet in der Regel aber ein Wesen, das theoretisch schon ausreichend positives Karma angesammelt hat, um in das Nirvana einzutreten, aber um anderen Wesen auf dem Weg zur Erleuchtung und ins Nirvana zu helfen, darauf verzichtet und als Helfer und Retter auftritt, also wie eine Art Engel oder Schutzengel. Avalokiteshvara, in China, Korea und Japan auch Guanyin, Guanim oder Kanon genannt, ist mit Sicherheit der bekannteste und beliebteste Bodhisattva und tritt in verschiedenartigsten Erscheinungsformen auf. Im Saddharma Pundarika Sutra, dem Lotus Sutra und hier besonders im 25. Kapitel, das als das zentrale Kapitel angesehen wird, und auch im Prajnaparamita Hridaya Sutra, dem Herzsutra, spielt er die wichtigste Rolle. Das 25. Kapitel des Lotus Sutra wird auch Avalokiteshvara Sutra genannt und zählt 33 mögliche Erscheinungsformen dieses Bodhisattva auf. Wegen der weiten Verbreitung und hohen Popularität des Glaubens an Avalokiteshvara haben sich aber weit mehr Formen herausgebildet für bestimmte Nöte oder Sorgen oder Situationen, in denen man seine Hilfe für notwendig erachten mag. Der Name Avalokiteshvara bedeutet etwa der, der auf die Welt herabschaut, Herr, der herabschaut, oder nach einer anderen etymologischen Herleitung der, der die Laute, und gemeint sind hier die Laute der leidenden Wesen, wahrnimmt. Letztere Erklärung passt besser zur Übertragung seines Namens in die chinesische Schrift. Guan bedeutet sehen oder allgemein wahrnehmen. Das manchmal eingefügte Shi, also Guan Shiyin, bedeutet Welt. Und am Ende das Yin bedeutet Laute, Geräusche oder Töne. Maitreya ist der zweite hier thematisierte Bodhisattva und nimmt ebenfalls eine besonders wichtige Stellung ein. Er residiert im Tusita-Himmel und wird in mehreren 10.000 oder mehreren Millionen Jahren von dort herabsteigen, um der zukünftige Buddha zu werden. In Ostasien wird er Mile Phor, Mirik oder Miroku genannt. Das Phor im Chinesischen bedeutet Buddha, im Koreanischen wird er aber als Bosal oder im Japanischen als Bosatsu, also Bodhisattva, bezeichnet. Der Name Maitreya leitet sich wohl von Maitri ab, dem Wort für universale Liebe oder Güte. Mit dieser Eigenschaft ähnelt er sehr Avalokiteshvara, der als Verkörperung von Karuna, dem Mitgefühl, gilt. Das erweckt den Eindruck, dass Avalokiteshvara eine aktivere Rolle einnimmt als Maitreya. Das könnte eventuell auch dann dafür gesorgt haben, dass im Osten eher Maitreya nachdenklich dargestellt wird als Avalokiteshvara. Gut. Bevor ich zu konkreten Darstellungen der beiden Bodhisattva in nachdenklicher Pose komme, möchte ich erst ganz grob die Eigenschaften der Figurdarstellung in Ostasien vor der Ankunft des Buddhismus zeigen.
Natürlich ist es insgesamt unmöglich, also gibt es dazu nur ganz repräsentative Beispiele, mit denen ich aber in keinster Weise Anspruch auf Vollständigkeit stellen möchte. Bekannte figürliche Darstellungen der präbuddhistischen Zeit Ostasiens sind zum Beispiel die Soldaten der Terrakotta-Armee von Cixi Huang oder die handzeitlichen Mingzi, also Grabbeigaben. Die Figuren in alltäglichen Kontexten darstellen, wie beim Tierehüten, beim Handwerken oder beim Musizieren. Aus Korea sind nur wenige figürliche Darstellungen bekannt, häufiger kommen Wandmalereien vor, wie dieses Fragment, das einen Reiter zeigt. In Japan gab es schon sehr früh plastische Darstellungen von Menschen oder zumindest anthropomorphen Lebewesen. Seit Anfang des 2. Jahrtausends gab es in der Jomon-Zeit Dogu genannte Figuren. Später in der Yayoi- und Kofun-Zeit, also 3. vorchristliches bis 6. nachchristliches Jahrhundert, Wächterfiguren an den Gräbern, die Haniwa genannt wurden und unter anderem Menschen darstellen konnten. Gemein ist diesen Darstellungen, dass sie in der Regel Menschen in natürlichen, alltäglichen oder dynamischen Posen zeigen. Die Darstellungsweise ist, wenn sie nicht absolut abstrahiert ist, wie bei den japanischen Dogu oder den tanzenden Haniwa, auch meist recht naturnah. Darstellungen von Figuren, die Menschen oder menschliche Wesen in nicht dynamischen Posen zeigen, tauchen erst später, ab etwa der östlichen Han-Dynastie in China auf, wie zum Beispiel diese Darstellung der Xi Wangmu, einer daoistischen Göttin, die in einem Paradies, das auch Menschen nach dem Tod zugänglich sein soll, residiert. In dieser Steinschnitzerei aus einem Grab wird sie einfach auf einem Thron sitzend dargestellt, ohne besondere Handlung oder Narrativität. Möglicherweise zeigt diese Art der Figurendarstellung schon buddhistische Einflüsse, wofür zum Beispiel auch die frontale Darstellung spricht. Insgesamt fällt auf, dass die Figurendarstellungen der vorbuddhistischen Zeit in Ostasien meistens Dynamik oder situative Handlungen oder Handlungssituationen darstellen. Dadurch scheint es, als interagierten diese Figuren mit ihrer Umwelt, sei es mit ihresgleichen, also innerhalb der Darstellung, oder wie bei den gemeinsam musizierenden Mingzi oder in Wache haltender oder empfangender Funktion bei den Haniwa. Nur die Dogu mit ihren Skibrillenmasken fallen gänzlich aus dem Schema, aber sie können bis heute nicht erklärt oder interpretiert werden. Nun zum Hauptteil. Dieser besteht aus zwei Aspekten. Zum einen der Pose der Nachdenklichkeit, zum anderen der Darstellung der zwei Bodhisattva, Avalokiteshvara und Maitreya in dieser Pose. Die figürliche Darstellung Buddhas und buddhistischer Persönlichkeiten oder Gottheiten wurde durch die griechische Kunst, deren Formen sich im Hellenismus vom Griechenland nach Westen und Osten ausbreiteten, befruchtet, und diese Befruchtung wurde durch die römische Kunst, die der griechischen nachfolgte, fortgesetzt. Charakteristika sind zum einen das Bestreben in der Kunst, die Natur als Vorbild zu nehmen und möglichst realistisch und naturnah darzustellen. Zum anderen die Eigenschaft, neben dynamischen und interaktiven Figurendarstellungen auch Figuren in bestimmten, einen selbstständigen Ausdruck in sich tragenden Posen darzustellen. Figuren mit einer festen Ikonografie, über die wiederum die dargestellte Person, Klammer auf, im weiteren Sinne, Klammer zu, identifiziert werden kann, existieren kaum. Als Ausnahme kann man Figuren aus der chinesischen Mythologie, wie die eben gezeigte Xi Wangmu oder die Begründer des Menschengeschlechtes Fu Xi und Nüwa anführen. Allerdings sind diese Darstellungen meistens relativ zweidimensional, also Malereien oder Reliefs. Eventuell zeigten die Dogu eine solche Ikonografie, doch sie ist bis heute einfach nicht mehr deutbar. Dementsprechend ist auch eine Ikonografie der Nachdenklichkeit, in Anführungsstrichen, in Ostasien nicht vorhanden. Sie verbreitet sich erst mit dem Buddhismus und seiner Kunst dorthin. Wie eben schon angedeutet, muss man weit in den Westen des eurasischen Kontinents gehen, um den Ursprung der Ikonografie zu finden. Sowohl in der griechischen als auch in der römischen Kunst werden häufig die neun Musen, inspirationsstiftende Schutzgöttinnen der Kunst und Künstler,
Töchter von Zeus und Mnemosyne, dargestellt. Eine dieser Musen, Polyhymnia, welche die Muse der Lieder oder Gesänge ist, gilt als besonders nachdenklich und still und wird häufig in einer Pose gezeigt, in der sie sich mit einer Hand an das Kinn oder die Wange fasst. Meist ist sie dabei auf etwas, zum Beispiel ein Pult oder einen Felsen, aufgestützt. Häufig, aber nicht immer, ist ihr Arm dabei auch vom Gewand vollständig umhüllt. Bei den vielen Formen, Stilelementen und Motiven ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Darstellung einer Muse als Inspiration für die Nachdenklichkeitspose in der gandharischen und indischen Kunst diente und schließlich auch ihren Weg nach Ostasien fand. Interessant ist aber insgesamt, dass in aller Regel Darstellungen eines Buddha oder Bodhisattva eine bestimmte Handgeste bzw. Handzeichen, der Terminus technicus ist ja Mudra, zeigen, oft ja bis zu dem Ausmaß, dass eine bestimmte Handhaltung Schlüssel zur Identifikation der Figur oder bei narrativen Darstellungen der Szene ist. Beispiel wäre hier zum Beispiel die Erdberührung, also Bhumisparsha Mudra, in der Erleuchtungsszene. Die Nachdenklichkeitspose mit einer Hand an Kinn oder Wange, manchmal auch an der Stirn, weicht von diesem Schema ab und ist kein Mudra im eigentlichen Sinne. Sie wird aber nicht nur auf Darstellungen der Erleuchteten oder beinahe Erleuchteten angewandt, sondern findet sich auch bei normalen Menschen wie nachdenklichen Brahmanen oder Adoranten. Und Bodhisattva zeigen diese Geste ebenso wie der historische Buddha. Und hier zum Beispiel zeigt auch Mara die Geste der Nachdenklichkeit unten links in einer Darstellung seines Angriffs auf Buddha während seiner Erleuchtung. Wenn auch, wie bei der letzten Bodhisattva-Darstellung in Gandhara, die Nachdenklichkeitspose meistens bei Avalokiteshvara oder bei nicht näher identifizierbaren Bodhisattva-Darstellungen zu finden ist, verschiebt sich dies in Ostasien dahingehend, dass entweder Maitreya oder eine nicht identifizierbare Bodhisattva-Darstellung in dieser Pose gezeigt wird. Natürlich drängt sich da die Frage auf, warum eigentlich? Zuerst einmal muss die nachdenkliche Pose an sich näher definiert werden. Als Musterbeispiel greife ich dazu diese Bodhisattva-Darstellung heraus. Wie man sieht, sitzt der Bodhisattva auf einem erhöhten Podest. Sein langes, in Falten geworfenes Gewand bedeckt dieses dabei komplett. Der Podest hat einen Lotussockel. Der Bodhisattva selbst lässt seinen linken Fuß auf dem Boden stehen. Dieser ruht auf einem separaten Lotussockel. Das rechte Bein ist angewinkelt, der Unterschenkel verläuft fast parallel zum Boden und das Fußgelenk ruht auf dem Knie des linken Beines. Diese Sitzhaltung nennt man zwar oft mit einer Sanskrit-Bezeichnung Maitreyasana, jedoch ist dieser Begriff in der Sanskrit-Literatur vollkommen unbekannt und ist daher wahrscheinlich eine spätere Erfindung. Der japanische Terminus technicus zum Beispiel lautet Hanka Shiyuizo. Der Oberkörper ist nun leicht nach vorn gebeugt, die linke Hand der Figur ruht auf dem rechten abgelegten Fuß bzw. dessen Gelenk. Der Ellenbogen des rechten Armes stützt sich nahe dem Knie auf den Oberschenkel des rechten Beines. Der Oberarm ist nach oben gerichtet, denn die Hand berührt die Wange der Figur. Genau diese Darstellung ist archetypisch und findet sich mit nur kleineren Abweichungen an allen entsprechenden nachdenklichen Bodhisattva, seien diese nun nicht näher definiert oder als Avalokiteshvara oder Maitreya bezeichnet. Insgesamt gibt es eine größere Menge an solchen Figuren. Ich werde hier allerdings nur wenige zeigen und versuchen, eventuell auch Querverbindungen herzustellen. Die mit Sicherheit bekannteste Darstellung eines sogenannten nachdenklichen Maitreya ist wohl diese Statue aus dem Koryu-ji in Japan. Sie wird auf das 7. Jahrhundert, also die Asuka-Zeit in Japan, datiert. Sein japanischer Name lautet Hokan Miroku, also gekrönter oder kronentragender Maitreya. Die Statue ist aus rotem Pinienholz gearbeitet und etwa 147 cm hoch. Sie sitzt auf einem Podest, der vom wallenden Gewand vollkommen eingehüllt ist. Der Lotussockel des Podestes sowie der des aufgestellten linken Fußes gehen fließend ineinander über. An Kleidung und Schmuck trägt der Maitreya nur ein weites Beingewand, das etwa knöchellang ist.
Die Gewandfalten sind recht plastisch und natürlich gearbeitet und zeigen nur ein geringes Maß an Abstraktion oder Vereinfachung. Auffällig sind im vorderen herabhängenden Teil die lamellenartigen, grob herzförmigen Falten, die auch bei nachdenklichen Bodhisattva-Darstellungen aus Koguryo oder Schiller vorkommen. Es waren zwei Staaten im alten Korea oder zwei Königreiche im alten Korea, die etwa zeitgleich existierten. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die rechte Hand die Wange des Bodhisattva nicht berührt, sondern ein kleiner Abstand vorhanden ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Statue einmal vergoldet war und das Gold im Rahmen einer Restauration Ende des 19. Jahrhunderts entfernt wurde. Mit dieser Vergoldung lägen die Finger an der Wange auf und das Idealbild eines nachdenklichen Bodhisattva wäre erfüllt. Nun muss der Nachdenklichkeit halber, pardon, jetzt habe ich es mit Nachdenklichkeit, nun muss der Ehrlichkeit halber gesagt werden, dass eine realistische Chance besteht, dass auch wenn diese Statue sich in Japan befindet und vom japanischen Amt für kulturelle Angelegenheiten, dem Bunkatsu, in die Liste der Nationalschätze aufgenommen wurde, diese Statue aus Korea stammt. Dafür sprechen zum einen das verwendete Material, denn rotes Pinienholz wurde in Japan fast nie für Skulpturen verwendet, in Korea hingegen in jener Zeit fast ausschließlich. Zum anderen ist im japanischen Geschichtswerk Nihonshoki von 720 nach Christus verzeichnet, das im Jahr 623 nach Christus in Gedenken an Shotoku Taishi, ein japanischer Prinz und Regent während des späten 6. bis frühen 7. Jahrhunderts, der oft stark idealisiert dargestellt wird und als großer Reformer gilt und auch als gläubiger Förderer des Buddhismus. Eine Gesandtschaft aus Silla kam und eine Buddha-Statue als Tribut oder Geschenk mitbrachte. Diese sei dann einem ebenfalls aus Schiller stammenden Aristokraten übergeben worden, der als Gründer des Koryuji, also des Tempels, wo sie heute gelagert wird oder aufbewahrt wird, gilt. Als zweites Indiz gibt es eine koreanische Statue aus vergoldeter Bronze, die als koreanischer Nationalschatz klassifiziert ist und sich im Nationalmuseum von Korea in Seoul befindet. Sie ist etwa 94 cm groß und damit kleiner als ihr Gegenstück aus Japan. Ansonsten stehen sie sich aber offensichtlich stilistisch sehr nahe. Zwar ist die koreanische Statue insgesamt etwas gedrungener als die recht schlanke japanische, verfügt über ein rundliches Gesicht und auch die Krone ist etwas flacher gehalten. Ansonsten stimmen sie jedoch in weiten Teilen überein. Bis auf die zusätzliche Halskette bei dem Stück aus Seoul ist die Kleidung fast identisch. Beide tragen die dreibögige Krone, der Oberkörper ist auch hier unbekleidet und das Beinkleid ist lang und wallend, hier sogar so sehr, dass der Podest, auf dem der Bodhisattva sitzt, davon komplett mitsamt Podest verhangen wird. Der Lotussockel des aufgesetzten Fußes jedoch geht fließend in den Podest über, wie beim japanischen Beispiel. Selbst die Gewandfalten sind sehr ähnlich, nur dass hier die Raffung und die Falten in Richtung des aufgesetzten Beines versetzt sind. Der Verlauf der Falten ist jedoch ansonsten nach dem gleichen Schema aufgebaut. Wenige bis keine Falten direkt im, auf, vor den Unterschenkeln. Eine leicht schräg abfallende Faltenlinie unterhalb des rechten aufgelegten Beines. Und eine Raffung mit ungleichmäßigen und damit natürlich und lebendig wirkenden herzförmigen Falten, die parallel zum aufgestellten Bein verläuft. Vorbild für diese beiden Figuren waren wohl die Skulpturen bzw. der Stil der nördlichen Zi, einer chinesischen Dynastie zwischen 550 und 577 nach Christus. Ja, da herrscht in China gerade Chaos und recht viele verschiedene kurzlebige Dynastien lösten sich ja gegenseitig ab. Ein weiteres koreanisches Beispiel, pardon für den schlechten Scan, ebenfalls als Nationalschatz klassifiziert, ist dieser nachdenkliche Bodhisattva. Er stammt ebenfalls aus dem 7. Jahrhundert, ist etwa 83 cm hoch und folgt offensichtlich einem ganz anderen stilistischen Vorbild. Nichtsdestotrotz sind die typischen Charakteristika wieder erfüllt. Das rechte Bein bzw. das rechte Fußgelenk ruht angewinkelt, mit dem Unterschenkel parallel zum Boden auf
dem auf dem Boden stehenden linken Bein. Der linke Fuß berührt nicht die Erde, sondern einen Lotussockel. Der rechte Ellenbogen stützt sich auf das rechte Knie, die Hand weist in Richtung des Gesichtes und zwei Finger berühren sanft die Wange. Die linke Hand liegt entspannt auf dem Fußgelenk des rechten Beines. Stilistisch ist hier auffällig, dass zwar die Kleidung, der Schmuck und die Krone sehr viel komplexer und detailreicher gestaltet sind, wir haben hier Armbänder, Oberarmbänder und ein aufwendigeres Collier um den Hals. Die Kleidung ist mehrteilig und bedeckt auch den Oberkörper und wird mit Bändern oder Schals gehalten. Die Krone ist sehr feinteilig mit Blatt- oder Federbüscheln und scheinbar auch Darstellung von Pagoden. Der Körper allerdings stark vereinfacht und stilisiert ist. Die Füße und Hände wirken recht grob und steif. Die Fingerhaltung an der oberen Hand sieht leicht unnatürlich aus. Während der Bodhisattva aus Korea von eben und der Maitreya aus dem Koryu-ji beide das Lakshana der drei Halsfalten zeigen, fehlt diese hier. Und um bei den Falten zu bleiben, so fällt hier auf, dass die am Gewand sehr stark vereinfacht sind, zweidimensional und flach gearbeitet. Die Linienführung ist sehr parallel und abstrahiert und wirkt insgesamt sehr symmetrisch. Allerdings fallen auch hier wieder die herzförmigen oder lamellenartigen Falten auf, diesmal wieder weiter links wie beim Koryuji-Beispiel. Vorbild hierfür war der Stil der östlichen Wei, einer anderen kurzlebigen Dynastie des turbulenten chinesischen Mittelalters von 543 bis 550 nach Christus. Damit kommen wir nun auch zur letzten Station, denn ich bin ja von Osten nach Westen gegangen, nämlich China. Weil der Buddhismus dieses ostasiatische Land von Westen kommend als erstes erreichte, gibt es hier wohl die geringste Standardisierung, zumindest in der frühen Zeit, und die größte Menge an Formen und Varianten. Beispielsweise wird hier noch relativ oft, wie in Gandhara, auch der historische Buddha Shakyamuni in nachdenklicher Pose dargestellt. Diese Steinschnitzerei aus Gansu und der Zeit der nördlichen Wei, 385 bis 535 nach Christus, derzeit im Städtischen Kunstmuseum von Osaka, stammt aus dem Jahr 492 und zeigt den Prinzen Siddhartha in nachdenklicher Pose kurz vor Verlassen des Hauses. Hier ist auch sein Pferd Kantaka zu sehen, das sich wie in den uns aus Gandhara bekannten Darstellungen zum Abschied verbeugt. Beispiele vor circa 480 nach Christus zeigen die Szene noch ohne Pferd, später kommt es aber dazu, so dass man weiß, dass es sich tatsächlich um den Shakyamuni Buddha handelt. Der rechte Arm, der mit der Hand in Richtung des Gesichtes weist, ist zwar beschädigt, aber in Ansätzen noch erkennbar und passt auch zu der uns schon bekannten Sitzhaltung. Allerdings ist die Ausrichtung der Sitzhaltung noch nicht standardisiert, denn es kann auch seitenverkehrt das rechte Bein aufgestellt sein, während das linke mit dem Fußgelenk auf dem rechten ruht. Dieses Beispiel zeigt ebenfalls den historischen Buddha kurz vor Verlassen des Hauses, wie man wieder am knienden Pferd Kantaka erkennen kann. Hier trägt er allerdings noch die Gewänder eines Prinzen und hat auch seinen Schmuck noch nicht abgelegt. Das Beispiel stammt aus den Yuengang-Grotten in Shaanxi und wird auf die 480er Jahre bis spätestens 494 nach Christus datiert, also ebenfalls die nördliche Wei-Dynastie. Ebenfalls ein nachdenklicher Bodhisattva und aufgrund der vor dem Thron platzierten Löwen Siddhartha Gautama vor dem Verlassen des Palastes ist in dieser kleinen Votivstele aus Hebei aus der Zeit der nördlichen Qi, 550 bis 577, dargestellt. Sie wird auf das Jahr 551 datiert. Dies ist die früheste Darstellung in meinen Quellen, die auch den kleinen Lotussockel für den aufgestellten Fuß aufweist, der später ebenfalls zum Standardrepertoire gehört. Die Darstellung von Figuren wie dieser diente, wie ich vorhin sagte, ja als stilistisches Vorbild für eines der koreanischen Beispiele. Um nun noch einmal auf Avalokiteshvara zurückzukommen. Auch von ihm gibt es in China noch Darstellungen in nachdenklicher Pose, wie zum Beispiel diese, die ebenfalls aus Hebei stammt
und auf 540 nach Christus datiert wird. Sie ist also circa 10 Jahre älter als das Beispiel von gerade. Und man sieht gleich, dass hier noch der separate Lotusfußsockel fehlt. Gut möglich, dass es sich dabei um eine Neuerung speziell der Darstellung der nördlichen Zieh handelt. Die Bezeichnung dieses nachdenklichen Bodhisattva, die ansonsten alle Charakteristika, also Sitzhaltung und Berühren der Wange erfüllt, als Avalokiteshvara wird übrigens durch das Vorhandensein eines Lotus im Nimbus gerechtfertigt. Auch wenn Avalokiteshvara ja bekanntlich häufig als Padmapani, also Lotushalter, dargestellt wird, muss das nicht zwangsweise bedeuten, dass es sich auch bei diesem expliziten Beispiel um einen Avalokiteshvara handelt. Schließlich war der Lotus auch allgemein ein beliebtes Motiv und wurde oft und gerne jedem Bodhisattva schnell mal in die Hand gegeben. Insgesamt können wir festhalten, dass die Darstellung der Nachdenklichkeit, wie wir sie hier kennengelernt haben, ihre Wurzeln in der hellenistischen und/oder römischen Kunst hatte. Wie viele Motive wurde sie von Gandhara und Indien aufgenommen und fand über den Buddhismus als Leitmedium ihren Weg nach Ostasien. Während im Westen und in China ein großes Repertoire an Figuren in nachdenklicher Pose dargestellt wurden, auch in China gab es normale menschliche Zuschauer in den Figurendarstellungen, die nachdenklich ihr Gesicht berührten, entweder stehend oder sitzend. Ich habe sie hier nur der Übersichtlichkeit halber ausgelassen. Dünnte der Bestand der Figuren in dieser Pose in Korea und Japan deutlich aus und ist nur noch bei entweder nicht genau bestimmten Bodhisattva oder bei Maitreya zu finden. Interessanterweise ist aber genau Maitreya derjenige, der weiter westlich eben nicht in dieser Pose dargestellt wird, denn dort sind ja alle nachdenklichen Bodhisattva entweder nicht näher definiert, der Shakyamuni Buddha vor seiner Erleuchtung oder eben Avalokiteshvara. Um nun auf die anfängliche Frage zurückzukommen, warum das nun so ist, so kann ich nur spekulieren. Wie aus den erwähnten textlichen Quellen bekannt halt hat, pardon, wie aus den erwähnten textlichen Quellen bekannt, hat Avalokiteshvara ja 33 Erscheinungsformen, zu denen in den künstlerischen Darstellungen zu verschiedenen Zeiten und aufgrund lokaler Ausprägungen und Strömungen ja noch eine große Anzahl weiterer hinzukommen, sodass es insgesamt über 100 werden. Man spricht auch von 108. Es ist also gut möglich, um es mal salopp auszudrücken, dass Maitreya, der ja nach den textlichen Quellen im Tushita-Himmel verweilt und auf seine Wiedergeburt auf der Erde wartet, Buddha- und Bodhisattva-Darstellungen in himmlischen und paradiesischen Gefilden sind ja relativ gängig, eine eigene Ikonografie benötigte, während der populäre Avalokiteshvara schon so viele Formen hatte und einfach in Anführungsstrichen zu beschäftigt war, sodass ihm die Gestalt des Nachsinnenden abgenommen und auf Maitreya übertragen wurde. Eine kleine Ausnahme mag hier die japanische Darstellung des Nyūrin-Kannon sein, der ja eine recht ähnliche Haltung hat, wie wir sie hier im Referat kennengelernt und erörtert haben. Allerdings stammt dieses Beispiel aus der Muromachi-Zeit aus dem Jahr 1351. Na gut, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe das Thema gut rüberbringen können und vielen Dank für die Geduld.